Ricotta-Spinat-Cannelloni und sie sind unglaublich fein. Also erst hacken wir unsere Zwiebeln. Ich habe nur eine Zwiebel, weil das eine sehr grosse Zwiebel ist. Sonst sind für das Rezept zwei Zwiebeln vorgesehen. Knoblauch klein schneiden. Zwiebeln und Knoblauch in Butter andünsten. Die Hälfte der Zwiebel-Knoblauch-Masse in eine Schüssel geben. Tomaten mit den Zwiebeln und dem Knoblauch zum Sugo einkochen. Salzen, Pfeffer. Tiefkühlspinat aufgetaut, ausgedruckt und jetzt zu den Zwiebeln geben. Schweizer Ricotta. Die Hälfte davon, oder besser gesagt drei Viertel davon, dazugeben. Muskatnuss, Salz, Pfeffer. Alles mischen. Mehl, Sprinz. Das Mehl sorgt dafür, dass unsere Masse nicht zu feucht ist. Geschmolzene Butter, Mehl. Milch reingeben und aufkochen. Ich liebe Muskatnuss und darum kommt da jetzt auch Muskatnuss rein. Salzen. Und schon ist unsere Bechamelsoße fertig. Seht ihr, das ist so einfach. Jeder kann's. Unser Sugo ist fertig. Das geben wir jetzt am Boden von der Gratinform. Der restliche Ricotta gebe ich jetzt da drauf. Alles verrühren. Das Cannelloni tun wir jetzt befüllen und das geht am einfachsten mit einem Messer. Sie müssen so richtig, richtig voll werden. Jetzt kommt die Bechamelsauce auf die Cannelloni. Die Bechamelsauce überall schön verteilen. Mozzarella drauf verteilen. Daher nehme ich jetzt Sprint. Sprint ist auch ein Doppelhartkäse, also eigentlich genau gleich wie Parmesan. Ist ein super Parmesanersatz aus der Schweiz. Das backen wir jetzt. So einfach ist es Cannelloni machen. Lasst euch nicht abschrecken von den vielen Zutaten. Es ist unglaublich fein. Mmh.